So. Und das andere Schaf. Wo ist denn das andere Schaf? Ist das jetzt hier mit reingegangen oder was? Ich war doch gerade hier. Ach, ne. Ihr wollt mich doch verarschen, alle miteinander. Ach so, ich dachte schon, das geht hier auch gerade rüber. Puh, Alter. So. Gut, Holz haben wir wieder ein bisschen. Wir können das Haus theoretisch erstmal ein bisschen weiterbauen. Ich weiß aber nicht genau, ob ich es so lassen möchte. Ich glaube eher nicht. Ich finde es nicht wirklich so richtig. Weiß ich nicht. Ich mag vieles daran, aber ich mag vieles daran auch nicht. Ich nehme Mangrovenholz nämlich nochmal ganz kurz mit. Ich laufe mal kurz zurück. Das ist gut beim 10 FPS Haus rennen. Ist immer die beste Idee. Das sieht am besten aus. La 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 la. Ruckel, 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 ruckel. Obwohl geht. War flüssiger als sonst. Da sollte ich hier immer rennen. So, ich gehe mal ganz kurz Mangrovenholz holen. Das war das Richtige, ne? Oder? War das für weiß? Nehmen wir das hier, ne? Das gute Mangrovenholz, 2x64. Ich glaube, 1x64 reicht. Ich hoffe, das geht. So, Mangrovenholz will ich nicht fürs Haus haben, sondern wirklich nur für den Zaun, damit er weiß ist. Wir könnten das Haus theoretisch auch weiß bauen, aber das passt natürlich nicht so richtig. So. Gut. Dann gehen wir mal ganz kurz runter. Dum 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 dum. Dum 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 bum 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 bum. So, zack, erstmal wieder hindüsen. Yeah, yeah, yeah. Oh. So. Baum hier ist gewachsen, sehr gut. Und dann machen wir mal ganz kurz hier. So. Wir müssen es heute auch nicht unbedingt fertig bauen. Wir haben noch genug andere Sachen, die wir machen wollten. Aber ich hatte diese fixe Idee und wollte es halt schon mal anfangen. Fand die Idee mit dem lauschigen Gartenhäuschen hier hinten so schön. Und wer soll da schon drin wohnen, außer den beiden? So. Guck mal, so, ne? Und das Haus können wir wirklich tatsächlich dunkler machen. Vielleicht sollte ich das wirklich, das Haus sollte ich, glaube ich, wirklich aus komplett Holz machen. Nicht aus diesen Holzlatten, sondern, jetzt hat er gesagt, sondern wirklich aus so Holz. Ich glaube, das fände ich irgendwie schöner. Es passt irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich muss es leider einmal ausprobieren. So, und die Ecken kann ich ja mit dunklem Holz machen. Irgendwie glaube ich, dass das hier sehr viel natürlicher aussehen würde, wenn wir das so machen. Hier fehlt noch Erde. Ja, das würde auch gehen. Oh, war natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, räusperte er sich, habe irgendwie das Gefühl, das würde besser aussehen. So, nur mal kurz so testweise. Ich glaube, das sieht besser aus. Und an den Ecken. Nein. Anders. Nein. Okay, ganz kurz Erde dran. So. An den Ecken können wir dann mit dunklerem Holz arbeiten. Mal gucken. So, und hier kannst du dann so ein kleines Fensterchen machen. La 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 la. Vielleicht einer Breite, zweier Breite. Ich weiß noch nicht genau. Dreier Breite vielleicht nicht unbedingt. Und wir machen zwei Fensterchen. Zack. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß noch nicht genau. So, und der Boden hier, da sieht natürlich schäbig aus, aber das wird nie jemand sehen. Still see the light. So, warte. Diese Oakwood Planks, die würde ich vielleicht ersetzen. Kann man Oakwood eigentlich schisseln? Nee, ne? Nee. Schade. Und dann vielleicht so Large Oakwood Planks hier.
Oder Stroh. Stroh würde auch... Stroh würde auch gehen, natürlich. Also das geht oder halt Stroh. So, ich mache hier erstmal Erde hin, weil das so fantastisch gut aussieht. So. Und dann... hier so. Und es wird schon wieder Nacht. Großartig. Okay, auf dem Boden machen wir dann lieber Stroh. Ich glaube, das passt einfach besser, weil das einfach so ein Saustall ist. So, warte. Guten Morgen, Welt. Hallo. Gut, wir machen hier Stroh hin. Wir machen hier Stroh hin, einfach nur, weil es passt. Stroh wird ein bisschen teurer, natürlich, in der Herstellung. Aber ich bin ganz ehrlich, für die beiden würde ich alles tun. Da würde ich alles tun. Die sollen glücklich werden hier einfach nur, dass es eine wahre Pracht ist. Die Erde ist nur Platzhalter, ne? Oder? Ja doch, die Erde ist erstmal nur Platzhalter. So, wir haben auch nicht mal so viele Baumstämme. So, zack. Die unten muss ich dann auch noch raushauen. Ich möchte nicht, dass es unsauber wird. Muss ja auch ein schönes, ne? Muss ja auch unten stimmen, das ganze Haus. So, und dann müssen wir nur schauen, wie wir dann hier vielleicht... Vielleicht so ein Durchgang, aber ich müsste dann eher hier. Wenn man hier reinkommt, dann kommt man hier wieder raus, ne? So. So. Zack. Gut, hier kommt ja dann auch das hier hin. Und hier natürlich auch, aber... Wir müssen erstmal hinbauen, oder? Ach, scheiße. Wir können die schon mal jetzt hinbauen. So. Gut. Keller brauchen die nicht, oder? Nee. Obwohl, vielleicht so ein Keller mit so Bondage-Sachen? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß ja nicht, was den beiden gefällt. Ich kann das natürlich nicht einschätzen. Ich kann das nur vermuten. So, wir wollten auch noch die Wegbeleuchtung machen. Wir wollten so viel noch machen. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz diese kleine Hütte. Das geht schon. Und das Dach ist einfach aus Blättern. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Stroh. Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Wie kriegen wir so viel Stroh, wie wir brauchen? Erstmal brauchen wir Holz. Für die Hütten. Das kriegen wir jetzt aber wieder. Sehr, sehr gut. Ein bisschen Holz ist nachgewachsen. Sehr, sehr gut. So, vielen Dank. Und dann hier irgendwo muss der Stamm sein. Halt. Haben wir alles? Haben wir alles. Sehr gut. So, und da haben wir wieder Holz. Wir können die Hütte also erstmal so grob fertig bauen. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein anderes Lied. Entschuldigung, ich habe es gerade verwechselt. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre... Hört sich gerade an wie ein Endscreen. Ich wollte gerade sagen, wie kommt das auf die Playlist? Da, 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 da. Wir brauchen aber generell mal wieder neue Lieder auf der Playlist, weil... Weil die Folgen alle eine halbe Stunde lang sind jetzt und wir inzwischen so viele Folgen haben, das wiederholt sich nach einer Weile ja doch schon sehr arg. So. Die waren die... Die waren vorher schon, ne? Den lasse ich mal. Okay. Die haben wir schon alle weggerissen. Das Ding hier kann sogar bleiben eigentlich, weil... Ja, eigentlich kann das... Das kann bleiben. Und hier, der sollte eigentlich gar nicht da sein. Glaube ich.
So, ich gehe nochmal schnell weg, schnell alles ab hier, guck mal. Hier sind die Saplings auch viel zu nah aneinander gebaut, das heißt, irgendwelche haben sich da eingepflanzt. Und wenn wir da nicht ein bisschen aufpassen, dann kommen wir hier schnell in so einen Loop, dass wir die Bäume nie wieder wegkriegen, weil die sich immer wieder neue einpflanzen. Wir reißen die Stämme weg und dann pflanzen sich neue ein, noch mehr neue. Und das werden letzten Endes immer mehr statt weniger. Die kann ich eigentlich auch stehen lassen. Oder auch nicht. So. Da. Das kommt alles weg. Und hier ist nichts. Doch, da war was. Okay. Ich hab irgendwie gar nicht das Müsli so lange zu warten. Hä? Achso, das guckt er nur durch. Ich hab gar nicht die Muße so lange zu warten, bis hier alles mal runterdroppt. Ich überleg mir schon so, scheiß drauf, gehst du einfach trotzdem wieder zurück und bastelst noch ein bisschen. Das dauert mir zu lange. Da. Voll die lebensbejahende Musik, finde ich. Die ganze Minecraft-Playlist ist einfach so. Weißt du, die ist so richtig so happy. Kriege ich richtig gute Laune, wenn ich dazu höre gerade. So, ganz kurz. Bäume hatten wir hier. Zwei Stück davon. So. Ich glaube, das reicht auch. Schön mal wieder ein bisschen was zu bauen. Normalerweise haben wir ja immer, also nach diesen ganzen Touren, die wir gemacht haben, freiwillig und unfreiwillig, bin ich echt mal froh, wieder hier zu sein. So. Ist nur die Frage, wie machen wir das mit dem Häusli jetzt? Das weiß ich natürlich noch nicht genau. Das mit den zwei Fenstern finde ich nicht schön. Toll. Ja, ich glaube, das finde ich schon netter. Und dann kann man hier theoretisch noch Fenster machen. Boden aus Stroh. Ich habe Stroh vergessen. Ist das noch der geschisselte Dirt oder ist das das normale Dirt hier? Das ist der geschisselte Dirt, okay. Denn hier geht es noch raus und wir müssen hier noch irgendwie zum Dingens kommen, ne? Zu den Feldern. Und hier muss ich, glaube ich, gar nicht... Muss ich hier eine Anleitung machen? Nee, ne? Muss ich hier einen Zaun drum machen? Nee, ne? Guck mal, hier ist ja schon alles geschützt. Wenn Tiere drauf rumlatschen, nämlich Soil, dann brauchen wir auch kein Wasser machen. Also die Schweine müssen jetzt nicht unbedingt, Basson und Topi müssen natürlich nicht unbedingt hier ein eigenes Bewässerungssystem gebaut haben. Die kriegen einfach Soil dahin. Fertig. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber man könnte ja mal schon mal gucken. So, hier. Mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann hier. Wie weit geht denn das dann? Ist das nicht zu nah dran? Nee. Nee, ist es gar nicht. Fehler gemacht, glaube ich. Ich habe, glaube ich, einen zu weit gebaut, und zwar hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8. Machen wir 8 mal 8 einfach. So. Huch. Das wollte ich nicht. So, mal ganz kurz gucken, wie es aussieht. Nur von der Größe her. Ja, geht. Wenn jetzt hier nochmal so ein Feld kommt, ne? Einfach nochmal hier so ein. Hier wäre der Weg zwischendurch. Oder 1, 2, 3, vielleicht machen wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, so vielleicht. Oder ist es zu nah an den Bäumen, oder?
Ich glaube, das ist mir zu nah an den Bäumen. Ich mache nochmal Folgendes. Ich schissel nochmal ganz kurz ein bisschen Dirt. Wo war denn Horizontal Dirt? Horizontal Dirt? Horizontal... Vertical Dirt? Horizontal Dirt haben wir gemacht. Dann kommen wir in den Schissel. Sag mal, dieser Schissel, der hält ja auch seit 30 Jahren. Ich denke immer, der geht kaputt, aber der geht irgendwie nie kaputt. So, dann mache ich mal hier. Mach ich doch nur einen Einerweg zwischen. Ich wollte einen Zweier, also einen Dreierweg machen, aber... Dann hier normalen Dirt. Ne, das ist auch horizontal, oder? Ja. So, dann machen wir das einfach so. So, mal gucken. Ich kann das hier alles gar nicht mitnehmen. Hier sind diese ganzen Gärten, die wir hier die ganze Zeit abbauen. Ehrlich gesagt, ich sollte lieber mit der rechten Maustaste abbauen. Clever. Ja, gut, das... Oh, der Tobi. Na klar. Sojabohne brauchen wir nicht unbedingt. So. Dann hätten wir hier zwei Felder. Da kommt einfach nur Weizen drauf. Mehr nicht. Einfach nur ein paar Weizenfelder. So. Theoretisch kann man die auch in Viererbreite machen oder so. So, warte. Bettchen. Boah, die Musik ist echt so ein bisschen... Ich hätte gern fröhlichere Musik irgendwie. Warum ist denn die Musik nicht so richtig... Wo ist denn die ganze fröhliche Musik hin? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz... Sekunde. Was ist denn hiermit? So, mal ein bisschen, ne? Also mal ein bisschen wieder aufwachen hier. Die Erde kann ich auch nicht mehr mitnehmen, weil voll. Vier Rye. Blumen würde ich gerne behalten, aber hier Erbsen vielleicht auch noch. Ich weiß nicht, die Oats kann ich. Oldschool. Ist alles oldschool. So. Dann kommt hier so ein Wanderweg hin und was hier hinten hinkommt, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht kommt hier auch noch ein. Vielleicht kommen da noch Karottenfelder hin oder irgendwas. Keine Ahnung. Ach, natürlich. Ja, ein Feld. Ein Feld muss anders werden. Ein Feld muss dringend, also ein Feld, da ist wichtig. So, den Boden habe ich ja noch nicht gemacht, ne? Ach ja, Stroh. Stroh, da machen wir Stroh. Dam, da, 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 dam, da, 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 da. So. Ich latsch mal kurz wieder nach Hause, schmeiß alles in eine Sortierkiste, was wir übrig haben. Und dann, was ist das denn da hinten? Eine Lampe. Okay. Da, da steht gerade irgendwie so ein schwarzer irgendwas. Dee-dee-lili. So. Mal ganz kurz ein paar Sachen einsortieren. Und zwar den ganzen. Was ist das denn hier? Short Ray Flaybean, was? So, hier, alles, was wir hier in der Richtung gefunden haben. Stalk Garden. Ach, der Stalk Garden kommt, glaube ich, zurück. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die Apple kommen nach oben. Und den Rest, ja, das können wir vielleicht auch noch einsortieren, aber das können wir auch manuell machen. Weil das dauert immer ein bisschen hier. Und dann wird es immer sehr laggy. Juhu. Oh, einmal kurz, nutzt die Gelegenheit. Jetzt strecken, bitte. Alle gemeinsam strecken jetzt. Oh. So, die Gurke, geht die durch? Gurke geht durch. Was kommt wieder zurück? Der Stalker natürlich und die Short Ray Fleabee. Was ist Fleabane? Was? Ich weiß nicht, was das ist. So, Carpenter Barrier brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht mehr. Das müsste reichen. So. Ich hab nur ein bisschen Bammel natürlich. Die Schweine können ja einen hochspringen. Das heißt, die sind ja nicht...
Ich überlege gerade, die Schweine können ja einen hochspringen. Wenn ich jetzt die Barriers schon mal einlagere, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mangrovenholz, das kann ich schon mal einlagern. Was wollte ich hier gerade? Ich wollte das hier holen, ne? Was ist denn das Richtige hier? Wie viel haben wir jetzt davon? 48. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Habe ich das Richtige mitgenommen? Nein, ich habe Schlamm mitgenommen. Ich bin so schlau. Schlamm nehmen wir auch mit. Klar. Gartenzoll, 3x64. Wir brauchen, glaube ich, exakt zweimal. Eine Iron Hoe haben wir auch dabei. Die wird nicht reichen, aber wir können vielleicht nochmal was machen. Na 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 na. Okay, Stroh brauchen wir noch. Stroh, eine Menge Stroh für den Boden. Wheat 2x64. Wir haben nicht so viel davon. Das müssen wir selber hoch. Tastlers kam gerade. Straw? Ne, wie hießen wir mal? Wie hieß denn das Ding nochmal auf Englisch? Oh, das geht nicht. Wie hieß denn das Ding nochmal auf Englisch hier? Dieser Block, der Strohblock. Haben wir noch Strohblöcke hier zufällig? Nee, ne? Nope! Wie hieß denn nochmal? Nein. Thatching, das war es auch nicht. Wie hieß denn der Strohblock nochmal? Ah, wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Vielleicht Heu? Hey! Hey Bale! Hey Stack von Dr. Sark. Wie nehmen wir den Hey Bale? Okay. Geht auch aus irgendwas anderem? Nee, ne? Der geht nur aus Weed. Okay, was soll's. 14 Stück, das ist nicht sonderlich viel. Mist. Okay, ein bisschen Platz haben wir noch. Das heißt, wir gehen mal eben ganz kurz eben hier farmen. Ja, passt exakt nicht. So, na dann wollen wir mal... Ja. Nein. Toll. Haben wir ja Seeds zufällig? Nein, die Seeds... Wir haben auch keine Seeds daraus genommen. Großartig. Das heißt, wir haben jetzt eine Lücke im Feld. So. Kann ich denn zumindest, kann ich die hier... So, ein Seed mache ich jetzt da wieder hin. Dann pflanze ich das wieder ein. Sonst ist das doof. So. Gut, da haben wir noch ein bisschen, Weizen. Mit dem Weizen nicht geizen. Und die Frage ist, soll ich zufällig, ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, wir haben ein bisschen Platz, haben wir hier im Inventar. So. Ich weiß nicht genau, wie viel wir davon brauchen. Oh, 16, 16, 16, okay. Mal ganz kurz gucken. Corn Seed, ich meine, oder? Kann man ja ruhig mal, also da ist, 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Oh, okay, das waren vielleicht doch ein bisschen mehr, als ich brauchte. So. Das haben wir. Da, 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 da. Gut, wir haben 264 Garden Soil, das müsste reichen. Was ist das hier? Ach, den Matt, den wir abgebaut haben, Matt Ball. Können wir ruhig mal, hier so, zack. So. Warte mal. Ich muss gerade irgendwie an tausend Sachen denken, verdammt. Dann gehe ich mal ganz kurz hier hin. Dann... Hier, das da und das da. Dann haben wir jetzt 35. Vielleicht reichen die auch für den Boden. Ich weiß es nicht. 4 Wheat, da können wir jetzt Samen draus machen. Das sind nicht sehr viele. Das heißt, wir können das ganze Feld noch nicht schaffen. Aber wir haben immer einen Anfang. Und Kisten haben wir auch. Die können wir da schon mal hinstellen. So Baukisten.
Da, dann, da, dann, da, dann. So. Frau Holle, die Süße. Die kann hier ruhig rumspringen, auch wenn die in den Zaun gefangen ist, die kommt ja wieder raus. Weil kann nicht in höher als zwei springen. So. So, da können wir hier schon mal ein bisschen was bauen. Da haben wir die Felder auch schon mal gebaut. Boah, der wird sich freuen. Ich bin sicher, dass der Tobi sich bedanken wird. Da bin ich einfach fast sicher. So. Oh. So. Oh, jetzt haben wir auch die Vögel, weil wir den Wald nebenan haben. Hören wir jetzt diese exotischen Vögel. Das mag ich irgendwie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Feld 1 ist fertig. Und jetzt brauchen wir noch. Habe ich 2 Stacks verbraten? 8 mal 8, 64. Nein, es war wieder der Bug. Okay, das Ding war wieder unsichtbar. Ich dachte gerade, hä? Gut, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Huch. Kann man Würmer eigentlich auch benennen? Nee, ne? Dann würde ich die Raupe hier gerne Curry nennen und dann sind sie vereint. Dann sind sie alle vereint. Das wäre so schön. Ich hatte überlegt, ob ich hier vielleicht Gartenzäulen nehme. Das sieht aus wie dunkle Erde. Dann könnte man quasi mit dunkler Erde hier noch ein bisschen was machen. Dann würde der Weg so ein bisschen dunkler werden. Lalala. Wäre auch schön. So, Heuballen. So. Ja, das hatte ich mich gerade vor. Hatte überlegt, ob ich das vielleicht irgendwie so hinkriege. Warte mal. Dann geht die Tür hier so rein, weißt du? Und dann ist da einfach zack. Dann könnte man hier theoretisch noch so einen Bereich machen oder man macht einfach hier so. Nein. So. So. Nein. So, warte. Boah. Hat genau gepasst. Es hat genau gepasst, als wäre es abgezielt. Das ist Schicksal. Das ist einfach Schicksal. Jetzt können wir hier theoretisch noch, die mache ich dann vielleicht nochmal auf. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay. Ne, mache ich einfach so. Über Kreuz geht natürlich nicht, aber dann sieht das so ein bisschen, ja, dann sieht aus wie ein großer Strohballen einfach. So. Huch. So. Bettchen. Können wir auch mal austesten. La, la. Da, 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 da. So, dann sieht es jetzt hier drin so aus. Jetzt müssen wir die beiden nur noch hier reinlocken. Dann haben die quasi ihre eigene schöne Bude. Wir müssen nur gucken. Hier sind. Ah, hier ist E2er-Größe. Das ist ganz gut. Haben wir noch eine normale Erde hier? So? Verstehst du? Dann kommen die hier nämlich so nicht raus. Das fällt dann eigentlich gar nicht auf. So. Und dann müssen wir hier noch irgendwie so Zaun hinmachen oder irgendwas, keine Ahnung. Dass die ja gar nicht rauskommen.